Previously on LA Noir. Denn wir haben im Fall der Brandermittlung der Gasmann, haben wir zwei Verdächtige festgenommen und die werden wir jetzt verhören. If that's your opening gambit, you better try again. Ich mag ihn schon nicht, weil er hat so ein gemeines Gesicht. You have a history of violence. I have no such thing. Alter, wir haben dein... Ich hab deine Polizeiakte! Wenn man was Schlimmes tut, dann wird das irgendwo aufgeschrieben, Herr Ryan. Sie sind auch sehr verdächtig. Moment, man hat ihnen Kaffee gegeben? Wer hat denn das erlaubt? Ich war's nicht. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Ja. Ist voll gelogen. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Moskitospirale. A walk in Elysian Fields! Das heißt der nächste Fall. In elysischen Gefilden. Do you have a name? Alter. Sir. Morelli, Mike, we recovered a picture of the family. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating big. Alter, der kotzt sich da draußen die Seele aus dem Leib. Würde ich aber auch machen. Vor uns ist gerade ein Mensch in Teile abgebrochen. Oh. Okay, alles klar. Wir sollen die Nachbarn befragen. Schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit LA Noir. Und der gute Cole Phelps steht hier schon in hoher Erwartung aufgrund eines Verhörs, das bald ansteht. Mit diesem Herrn da hinten, auch bekannt als der Nachbar. Aber vorher, liebe Freunde, bevor wir hier irgendwelche Leute befragen, ja, und sie der Lüge bezichtigen und sie anschreien, wie es Cole Phelps Art ist, müssen wir natürlich noch Beweise sammeln. Denn das habe ich am letzten Mal ganz vergessen. Denn hier, ihr hört es ja auch, ja, gleich, genau, gibt es wieder immer noch die Beweissammelmusik. Und die müssen wir... da müssen wir erst noch Beweise sammeln. Und hier der Feuerwehrmann, der ist auch schon auf dem Weg. Nee, das geht einfach nach Hause. Feierabend. Tschüss, tschüss. Oder? Ach nein, er guckt sich wirklich was an. Ja, ja, die Feuerwehrleute. Die gucken sich wirklich... Alter, hier ist ja wirklich der Zaun weg. Alter, dessen Haus hat es aber auch an mit Leidenschaft gezogen. Halt die Schnauze. Gut, da ist ja Balken durch die Wand. Da wäre ich aber sauer. Da würde ich den Nachbarn aber eine saftige Reparaturrechnung schicken. Blöd nur, dass die schon tot sind, die Nachbarn. Kann man das gar nicht mehr. Alter, das war aber auch ein Riesenhaus, was denen hier gehört hat. Mensch, der Vater muss gut verdient haben. Waren ja Italiener, die Morellis. Ha? Italiener, wahrscheinlich von der Mafia. Wer weiß, wer weiß. Denn, liebe Freunde, seht doch mal, guckt euch das doch mal an hier. Gibt's noch einen Beweis? Einen kleinen Beweis. Wieder ein Boiler. Insta-Heat. Reginald Varley. Der war's wieder. Schon wieder der Typ. Ja, und derselbe Typ. Den haben wir. Haben wir den weggesteckt? Nee, wir haben den anderen, den Matthew Ryan. Scheiße, am Ende war es doch der falsche. Ah nee, wir wissen ja schon. Ey, was machst du hier? Guckst du auch? Alles klar. Wow! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Guck dich das mal an. Was ist hier? Kann ich mir hier angucken? Wow! Alter Falscher. Peter detonated with enough force to expose the foundation. Wow! Das habe ich ja, glaube ich, mir nie angeguckt, als ich den Fall damals gemacht habe. Also das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor hier, die ganze Geschichte. Halt die Schnauze, liebe Freunde. Hier geht's ja ab. So, alles explodiert. Er wird größer und größer, bis er explodiert. So, hier gibt's anscheinend noch Beweise. Was ist das? Ist das ein Beweis? Jetzt hat er sich vorhin so angeguckt. Nein? Hier stand gerade jemand. Sich so jemand angeguckt, ein Beweis. Was gucken Sie da hinten? Mit Ihrer komischen Mütze? Ah, alles klar. Was ist das? Ist das ein Beweis? Was sind das da? Moment! Das war sogar richtig. Guckt euch das mal an. Ein Schuhabdruck und Zigaretten. So als ob hier einer gewartet hätte. Der Mörder hat gewartet. Was ist das? Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Calderon! Einer unverwechselbaren Marke. Calderon heißen die Zigaretten. Ohne Filter. Das ist aber sehr ungesund. Also nicht, dass Rauchen mit Filter gesünder wäre, aber das ist ja sehr ungesund. Was ist hier? Fußabdrücke. Whoever he was wearing Boondockers. I would know that imprint anywhere.
Oh, okay. Militärstiefel. War es also ein ehemaliger Soldat? Interessant. Und wir haben noch einen Beweis. Wir haben noch Beweise, die wir zu sammeln haben, weil die Musik ist noch da. Bevor wir den Nachbarn hier befragen, weil man will ihn ja mit dem gesamten Beweisen konfrontieren, sollte er uns anlügen, wie es ja alle in diesem Spiel machen anscheinend. Können wir uns den Dings noch angucken? Den, wo geht's denn hier runter? Zum... Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Schaufel! Da wird schön... Oder was ist das? Was ist das? Das ist doch nicht mal eine Schaufel. Was ist denn das? Tischtennisschläger? Was war das? Auf jeden Fall, ja, da liegen die... Da liegen die Leichen, die habe ich mir schon angeguckt. Wow. Wow, liebe Freunde. Okay. Alles klar. So, liebe Freunde. Da sind wir zurück. Diesmal war es nicht die Spielaufnahme oder Tonaufnahme oder sonst irgendwas, was mir einen Strich durch Rechnung gemacht hat, sondern meine gute Spiel-DVD, die wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter ist. Wie gesagt, das Spiel ist ja von 2011 und so lange habe ich die DVD auch schon. Also wahrscheinlich gab es da einen kleinen Lesefehler. Liebe Freunde, da muss ich jetzt nochmal alles hier, die ganzen Hinweise nochmal holen. Und liebe Freunde, ich habe einen Hinweis übersehen. Nämlich diesen hier. Eine waschechte Zeitung. So. Hier, Siedlungsbau brennt, Kriegsveteranen, Dings nieder. Wahnsinn. Und das gucken wir uns natürlich jetzt an, liebe Freunde. Ich glaube, das war der finale Hinweis, den wir hier sammeln sollten. Denn hier kriegen wir natürlich wieder ein bisschen Backstory. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. Na, das ist der Brandstifter. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, doctor. Irgendein Verrückter. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, doctor. Yeah. I'm helping people be together. Yeah. Und ich bastel Origami-Schwäne. This world is only temporary. Ja, okay, alles klar, der ist wirklich... Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fire should end now. It served their purpose. Oh, the fires are only beginning. Ach so, der hat ihn dazu angeschifft und jetzt hört er damit nicht mehr auf. Das ist ja dumm. Beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. Er ist ein bisschen arg durchgeknallert. Haben wir es hier nur mit Verrückten zu tun in diesem Spiel? Gut gemacht, Herr Psychologe. Oder? Während da hinten die Texturen reinpoppen. Sehr gut gemacht. In was für einer Gegend wohnen Sie denn, wo die Texturen einfach so in die Gegend? Hier auch wieder. Sag mal, irgendwas ist... Ich hab so die dumpfe Vermutung, irgendwas wird jetzt hier nochmal passieren. Irgendwann... Oh, da hinten fliegt ein Flugzeug. Irgendwie wird mir das Spiel jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen, habe ich so ein Gefühl. Mit der DVD hier. Am Ende müssen wir da irgendeine andere Lösung für finden, liebe Freunde. Na, egal. Ich weiß, ich könnte das Spiel auch installieren auf der Xbox, ne? Xbox 360, war es ja schon Spielinstallation? Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Auf jeden Fall hat das Spiel gerade gespeichert, das ist auch erstmal gut. Das heißt, ich muss das nicht normal spielen. Und ich habe keine Musik mehr, das heißt, ich habe alle Beweise gefunden. Das heißt, endlich, er hat lange genug gewartet. Ja, während sein... Wirklich, ich würde Ihnen eine saftige Rechnung... Guck doch mal ein, richtig kaputt gewesen. Hier so einfach mitten in der Küche so ein Balken, wahrscheinlich. Das geht ja nicht. Was haben Sie eigentlich mit dem Dreirad hier vor? Sie sind sehr alt. Sie haben doch kein Kind mehr. Was ist hier los? Sind Sie vielleicht ein Pädophiler? Hm? Na, wir werden es gleich rausfinden. Schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Haben Sie was gesehen? LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. Das weiß ich schon. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Dudley Foreman. Das ist ein Name von einem Mann aus den 1940ern. Das kann ich euch so sagen, wie es ist. Guckt ihn euch an. Der sieht doch aus. Der sieht direkt, als wäre er mitten aus den 40ern gerade rausgekommen. Hey, I don't have all day. Das sah aber eben ganz anders aus, solange wie du auf mich gewartet hast, mein Freund. Okay, können Sie mir was sagen zum Brand hier? Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep and we heard the explosion. Alles klar. Das glaube ich dir nicht.
Du hast doch gespäht. Du bist doch so eine Klatschbase von Nachbar. Hatten wir früher auch. So einen in der Straße, so ein Herr, der wusste alles über jeden Nachbar. Der hat immer irgendwie, hast du schon gehört, der hat das da und die haben das da. Ganz furchtbare. Solche Menschen sind ganz furchtbar. Die müssen ein ganz langweiliges Leben haben. Damit die sowas machen überhaupt. Das ist ganz schlimm. Hört sowas auf, liebe Freunde. Wenn ihr auch so seid, hört damit auf. Das ist nicht geil. Privatsphäre und so. Egal. So, haben wir irgendwas, was beweisen können, dass er nicht geschlafen hat? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich zweifle das einfach mal an. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Ja, mit den Spaghetti-Fressern. They should have sold up. They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Ja, und ich habe auch schon verkauft. Und deshalb haben sie niedergebrannt. Ja, ja, ja. Und du willst wohl auch, dass die Italiener alle sterben oder was? Hey. I don't have all day. Ja, alles klar. Was hast du noch so zu tun? Rassistisch sein weiterhin? Naja gut, das nimmt den ganzen Tag in Anspruch. Das ist richtig. So, verdächtige Aktivität. Haben Sie irgendwas gesehen? Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Okay. Und schon hat er wieder da. Nee, mein Freund. Das ist doch glatt gelogen, oder? Ich hab doch hier so Zigarettenstummel gefunden. Someone, Foreman. Who is it? And I think you are off your rocker. How can you make an accusation like that? What proof have you got? Okay, ich hab keinen Beweis dafür, dass er jemanden deckt. Das hab ich nicht. Nee, ich hab nur die Schuhabdrücke und die... Alles klar. Naja, gut, aber nee, das ist ja kein Beweis. Das kann ja sonst wo gewesen sein und sonst wer. Nee, da muss der Cole Phelps jetzt wieder die Anschuldigung fallen lassen und zwischen den Zähnen so durchknirschen. Sorry, my mistake. Sorry, my mistake. Aber anzweifeln tue ich das trotzdem. Auch wenn du böse guckst, kannst du böse gucken, wie du willst. Du hast mich trotzdem angelogen. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Sehr gut. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall, skinny though. Bam. Anything else? Orange lumber jacket, beat up hat and no hair. I thought he was the pest exterminator guy. Dafür, dass er nicht geguckt hat, hat er den ganz schön akkurat beschrieben, den Kollegen. Dafür, dass du nicht geguckt hast, hast du den gerade sehr akkurat beschrieben, den Herrn. So, geplanter Abriss, haben sie ja erwähnt. Wissen sie darüber noch was? You said someone is knocking these houses down. Elysian Fields. Ah, schon wieder. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Weißt du nicht? Du hast doch gerade eben gesagt, dass die Schwierigkeiten gemacht haben. Habe ich diese Aussage in meinem Notizbuch? Freigemacht? Nee. Also es steht hier nicht drin, die Morellis haben Schwierigkeiten gemacht. Nee. Aber das muss ich wieder anzweifeln. Weil du hast doch eben gerade erzählt, dass die Schwierigkeiten gemacht haben. Du kannst doch nicht sagen, das eine und dann das andere. Entscheid dich mal. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here for him. Die Kinder. Morelli was pig-headed. Ja. He built the house himself. He didn't want to sell. Ne, hätte ich auch nicht machen, wenn ich selber gebaut habe. Ruining it for all of us. Wie? Und deshalb hast du den am Ende abgebrannt oder was? Hä? Ja, ja. Er guckt schon. So guckt ihn euch an. Wie er guckt. Ich habe vielleicht zu viel gesagt. So, Reisepreis ausschreiben. Sie haben da was erwähnt? You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. What? Du hast keine Ahnung? Aber er guckt jetzt gerade aus. Du hast keine Ahnung? Das kann ich mir... Er guckt gerade aus. Das ist die Wahrheit. Okay. You didn't enter yourself? I'd already Ach so. Agreed to sell. Ich habe jetzt wirklich nur auf gut Glück mal Wahrheit. Aber weil, egal. Thanks for your time, okay. Mr. Foreman. Sure. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Das wäre super. Moment. Any luck, Cole? Couple of things. Oh, hier wieder so ein Origami-Schwan. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure.
Ja, das ist er. Paper Cray. There's a legend about them. You fold 1000 of these and you get a wish. Okay, deshalb hat er so viele. Deshalb hat er so viele. Der jetzt bewegt ich den bestimmt. Geht ja. Oder nee, ach so. Was ist das? Hey, don't break it. Ah. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. Ja, es ist wahrscheinlich ein Flyer. Wir bauen, na, es ist ja hier Building a Better California, es ist doch wieder hier Elysian Fields. Genau. Der gute Leland Monroe grinst uns an. For Elysian Fields Development. Ja, ja. Wie? Aber das haben wir doch alles schon, wir waren doch schon dort. Warum sind sie jetzt plötzlich alle so überrascht? Wurden die alle geblitzdingst oder was? Hä, was ist denn Elysian Fields, Leland Monroe? Noch nie gehört. Na klar. Egal. So, jetzt kommt der Kollege mit seinem komischen Flyer. Moment, wenn er nicht wusste, wer das Presseschreiben ausgeschrieben hat, warum hat er dann den Flyer gehabt? Achso, er hat ihn nicht mal aufgefaltet, sehe ich gerade. Okay, alles klar. Ja, ja, da ist es auch schon wieder. Ja, ja. Und da, und hier, da war unten das noch abgeschnitten jetzt, was wir eben hatten. Und hier nicht. Krass. Krass, krass, krass. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Sind also sehr penetrant, was so Werbung angeht anscheinend. Naja, gut. Dankeschön, Mister. Okay. Kein freundliches Wort, kein Tschüss, danke. Sie sind ja ein sehr unfreundlicher Kollege. Setzt er sich da hin und... Jetzt setzt er sich da einfach so hin und guckt, dass die Straße nicht geklaut wird. Herschel, was sagst du dazu? What now? You find a game well and get an address for Alicia. Alles klar. So, ja, diese Elite, also der Leland Monroe steckt da knietief drin in der Sache. Das suchen wir auch gleich. Gehen Sie mal hier kurz aus dem Weg. Meine Herren, ich muss hier kurz durch. So, jetzt rufen wir wieder bei Gott an. Gott mit Google. Göttin, muss man sagen. Das ist eine Dame. Die sofort alles finden, in einer Welt, wo alles noch analog ist, wo man noch in Büchern blättern muss und so. Wie schnell sie das wieder gefunden hat. Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Aha. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Who's Captain McKelty? Ach, das ist unser Captain von der Brandermittlung, ne? Der Ältere. Commander? Leads on the Morelli Farm. Ja, sowas ähnliches. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Na und? Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk. Moment. Wenn der der Chef, wenn... What? Kelty has warned us off over Elysia. Makes sense, it's a dead end. Was? We should check out Rancho Escondido. Was? You know the place? Sure, corner of Fountain and Wilton. Let's go. Moment, 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 Moment. Alle sagen uns, dass wir das nicht weiter untersuchen sollen und der ist der Chef vom, der persönliche Freund vom Bürgermeister und vom Polizeichef. Ja, das ist ja überhaupt nicht verdächtig. Sag mal, Herschel, bist du schon dement oder was? So alt bist du doch noch gar nicht. Das ist ja, sag mal, Leute, Leute, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen das erstmal, aber wir knöpfen uns definitiv diesen Leland Monroe vor. Das soll, nee, 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 nee. Wir gehen dahin, was Herschel sagt, aber wir gehen auf jeden Fall zu Elysian Fields. So auf jeden Fall. Hier, unfertige Elysian-Häuser, die durch Brand vernichtet wurden. Das riecht doch schon nach Versicherungsbetrug. Wenn die Häuser unfertig waren, so nach dem Motto, aber die wurden schon wahrscheinlich komplett gebaut. Ja, das riecht doch schon nach Versicherungsbetrug. Wie bei den Simpsons, wo Homer das Auto klaut. Ich weiß nicht, ob sie jetzt was sagen. Ach, ach ja, hier, den nehmen wir beim letzten Mal. Ja. Bella kicked the moose already. Oh, scheiße. And home for misdemeanor cigarettes and matches. Das stimmt. Das ist komplett richtig. Sag mal, Herschel fährt aber hoch, als hat er was gesoffen. Nee, wie bei den Simpsons, wo Homer das Auto klaut und dann so die Straße lang fährt. La 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 la, Versicherungsbetrug. Das fand ich so gut. Wo er so ein Lied singt und dann, es reimt sich gar nicht. Ah, jetzt hab ich den Witz wieder erklärt. Das ist ja wieder nicht mehr witzig. Philipp, musst du aufhören damit. Was ist hier los?
Was ist denn hier los? What? Habt ihr das gerade gesehen, was Herschel gemacht hat? There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. What the fuck? Was ist denn hier jetzt kaputt? Habt ihr das gesehen, was Herschel gerade gemacht hat? Aus dem Auto raus teleportiert er sich. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on. Ach, das sind die GIs, ja, die sauer sind, dass ihre Häuser abgebrannt sind. Now step back or I'll lock you up for smart a break. Son of a bitch. Wow! Du kannst, man kann doch nicht einfach... Oh, oh, was ist hier los? Hey! Hey, 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 hier jetzt. Wo ist der Nächste? Wer kommt? Hier? Sie? Sie wollen was? Ja, Sie wollen was, ne? Ha! Haha! Du Depp, komm, steh wieder auf! Boom! Das waren noch Zeiten, wo man sich noch einen guten Faustkampf mit den Polizisten liefern konnte. Alter, ihr kommt alle im Knast! Those folks were baying for blood. Ja, hat man ja auch gesehen, der hat ja auch voll auf die Nase gehauen. Let's see if there's anything left to take a look at. Alter Falter. Wow, das ist aber wirklich, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das sieht aus wie ein Hurricane hier, ein Feuersturm hier durchgerannt. Guck dich das mal an. Das ist ja wirklich alles abgefackelt. Das muss doch systematisch gewesen sein. Es ist ja... Kann ich mich dunkel dran erinnern? Gab es hier überhaupt Beweise? War das nicht irgendwie so, dass dann Herschel sagt, hier gibt's keine Beweise? Herschel, wo bist du? Herschel! Herschel? Herschel! Wo bist denn du? Hast du da irgendwas? Dreht sich, läuft wieder von mir weg hier, der Herschel. Wir müssen miteinander reden, Herschel. Gibt's hier irgendwo einen Wasserboiler oder sowas? Oder was ist hier los? Herschel? Was ist das? Oh, Herschel hat einen Beweis gefunden. Was ist das? Herschel? What the fuck? Das ist doch kein Beweis. Was ist das? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Die haben Häuser ohne Mörtel gebaut? This thing looks like it was built on the cheap. Ja, okay, alles klar. Dann haben es billig gebaut, teuer versichert. Alter Falter. Ja, das hätte ich nie gefunden, diesen Beweis, wenn da... Wow! Wenn der Herschel nicht gewesen wäre. Wie, das war's? If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. What? Wir sind hier hingekommen, an dieses Gebiet, wo einfach mal gefühlt 180 Häuser abgefackelt sind. Wir haben uns mit ein paar Leuten geprügelt und sonst war hier nichts, nur diesen kaputten Zement... What the fuck? Was ist denn das? Ist das eine tote Katze? Was ist das? Oh, das ist der Hut. Kann ich ihm den wiedergeben? Schönen guten Tag. Hallo, Mister, Ihr Hut? Wollen Sie nicht Ihren Hut wieder? Nee, okay, alles klar. Dann halt ohne Hut. Ist mir egal. Dann halt ohne Hut. Alter Falter, ey. Okay, hier gibt's wirklich ein... Das hätte ich nie gefunden. Ich konnte mich dunkel dran erinnern, dass das hier komplett sinnlos war, hier eigentlich herzukommen. Glaube ich zumindest. Gab's hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwie schlechtes Baumaterial? Aber wer baut denn Häuser mit... Also die Amerikaner bauen ja generell eigentlich nur so Fundamente mit Ziegeln. Und danach wird alles mit Holz, logischerweise, wie ihr auch seht. Ansonsten wäre das nicht so die Grundmauern weggebrannt. Na, klar, Ziegel und so, das brennt auch wie Zunder. Aber das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Qualität, wenn du es nur aus Holz baust. Hier, guck dir das an. So wird doch kein deutsches Haus gebaut. Außer irgendwelche Hippies. Dieses mit so Holzhütten im Wald. Aber da brennt man... Das ist ja das ganz Schlimme, ne? Das ist ja... In Kalifornien sind ja gerade... Also waren gerade wieder diese Waldbrände. Wenn ich das hier aufnehme, das ist ja ganz furchtbar, ne? Die Leute kommen weg und es sieht wirklich aus da, wie wir gerade eben hier in Rancho Escondido. Rancho Escondido. Da waren wir. So sieht das da aus. Wie nach dem Krieg. Wahnsinn. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zu Elysian Fields. Die stecken doch da knietief mit drin. Das riecht doch nach Versicherungsbetrug. Herschel, fahr uns dahin. So schnell wie möglich. You're behind the wheel. To the Batmobile. Oh, jetzt geht die Musik schon los. Es wird richtig schlimm. Wird's jetzt. Hab ich so ein Gefühl. Oh, oh, oh. Elysian Fields. Und schon hat die Musik wieder abgeebbt. Das ist ja sehr antiklimaktisch.
thematisch. Sehr ohne Höhepunkt. Ah, ich hole mir erstmal einen Hotdog, Herschel. Schönen guten Tag. Haben Sie einen Hotdog? Ah, nee, Cold Sodas und einen Hotdog. Schönen guten Tag, ich hätte gerne einen Hotdog. Ich möchte gerne einen Hotdog kaufen. Hotdog? Was ist das für ein Service hier? Ich möchte einen Hotdog kaufen. Hallo? Hey? Hey? Sag mal, habe ich Sie nicht irgendwo schon mal gesehen? Es ist bestimmt der Schauspieler einfach nochmal wieder neu. Das war bestimmt mal ein Zeuge. Und jetzt hat er alles, ja, bla bla bla, ich bin Golfer ab Supercop. Bleiben Sie stehen. Der war bestimmt mal ein Zeuge irgendwann oder hat irgendwas mal gesehen und jetzt ist er ein Hotdog-Verkäufer, der arme Kerl. Na gut, gehen wir zu Elysian Fields rein. Wohnen ja ganz schön. Das sieht sehr modern aus hier, dieses, na gut, wenn man eine Planungs- und Baufirma ist, dann hat man natürlich selber, sollte man selber ein cooles Gebäude haben. Schönen guten Tag. Wir möchten mit Leland Monroe sprechen. Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. Yeah. You don't need an appointment. Eben. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Okay, wir haben eine Sekretärin für eine Sekretärin? Das ist ja krass. And that's our cue. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Wir müssen hoch und mit Leland Monroe sprechen. Sehe ich ihn schon irgendwie? Das ist ein ganz bekannter Schauspieler. Wo ist er? Help you, gentlemen. Hallo, wir wurden gerade eben hochgeschickt. Wir sind die zwei Polizisten. Ja, eben. Speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Ja, wir sind von der Polizei. Sind wir nicht gerade angekündigt? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Cancino. Ist das Scarlett Johansson? Sieht so ein bisschen so aus. It won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Come into my office. I'm not a criminal. Also, das ist sehr... Like a cigar. Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs, wir sind im Dienst, da wird nicht getrunken. Aber bedien dich ruhig, da hinten steht's ja. Und Champagner. Was wird denn gefeiert? Der Versicherungsbetrug, Mr. Monroe. Ja, so sehen sie schon aus. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, während wir hier uns mal umgucken. Ah, Rancho Escondido. Wie wurden die Häuser dort gebaut? Ah, gucken wir uns das mal an. Das können wir noch machen. Bevor wir im nächsten Teil sprechen wir dann mit dem guten Leland Monroe. Alter Falter, okay. Dann gucken wir uns das alles mal hier an. Hier, das haben sie alles abgefackelt. Das haben sie alles abgefackelt. Guckt euch das an. Und hier wurde gesoffen. Anstoß. Wir stoßen an. Auf den Versicherungsbetrug. Kann ich mir nicht angucken? Was ist das? Kann ich mir auch nicht angucken? Kann ich mir das angucken? Hier. Sein Gesicht. Rancho Escondido. Egal. Oh, das kann ich mir angucken. Aha. Ist bestimmt kein Beweis, der uns irgendwie weiterbringt. Aber es sollte uns eine Gedankenstütze auf jeden Fall sein. Mr. Monroe, Sie sind gleich dran. Am dransten. Aber das erst im nächsten Teil, liebe Freunde. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich entschuldige für das kleine technische Missgeschick, aber da liegt der Übeltäter befindet sich in meinem DVD-Schubfach von der Xbox 360. Das kann ja auch nicht sein, ist ja furchtbar. Aber ich habe mir sagen lassen, die PC-Version hat sogar noch mehr Macken als die Xbox 360-Version, was irgendwie komisch ist, weil die nach der Xbox-Version rausgekommen ist. Aber egal. Liebe Freunde, genug von technischen Macken. Die gibt es im nächsten Teil wahrscheinlich hoffentlich nicht. Ansonsten würde ich mich über Likes, über Kommentare und natürlich auch über ein Abo sehr freuen. Viel Spaß noch im Internet. Was ist das für ein Kameraausschnitt? Egal. Wir sehen uns, liebe Freunde. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.